Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr so einen tollen Sternanhänger ganz einfach selber nachhäkelt. Ich habe dafür benutzt für diesen Stern die Häkelnadel in der Stärke 3,5. Die Wolle, was ich immer habe, das ist die Schachenmeier Bravo. Gibt es auch viele tolle verschiedene Farben. Schaut doch einfach mal in die Beschreibung rein. Und jetzt zeige ich euch, wie dieser Stern funktioniert. Den lege ich jetzt mal auf die Seite. Und zwar, ihr fängt an, ich zoome euch jetzt einfach mal ein bisschen ran, so. Ihr macht jetzt einfach mal einen Fadenring. So, wer noch nicht weiß, wie ein Fadenring funktioniert, verlinke ich euch das Video hier oben in der Infobox. Und jetzt geht's weiter, und zwar, ihr häkelt 1, 2, 3 Luftmaschen. Und dann geht es weiter, ihr müsst nämlich in diesen Ring 14 Stäbchen häkeln. Also Stäbchen heißt Faden holen, durch den Ring durch und 2 Maschen abmaschen und die nächsten 2 abmaschen. Dann wieder Faden holen, einmal durch das Loch durch und diese 2 Maschen abmaschen und die nächsten 2 abmaschen. Für einmal zeige ich es noch. Einmal hier Faden holen, einmal durch, hinten den Faden holen, die ersten 2 Maschen durch und durch die nächsten 2 Maschen. Jetzt habt ihr schon 3 Stäbchen, braucht ihr noch das insgesamt 14. Dann das vierte, fünfte, ich häkel jetzt einfach mal schneller. Sechste, siebte, achte, 9. Das 10. 11. Und 12. 13. Und ein letztes noch. Jetzt habt ihr insgesamt 14 Stäbchen reingehäkelt. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt zieht den Faden einfach komplett feste. So. Richtig anziehen. Okay, und jetzt müsst ihr das Ganze mit einer Kettenmasche schließen. Und zwar, ich steche meistens immer hier in dieses erste große Loch rein. Seht ihr das? Hier einstechen. Den hinteren Faden nehme ich gleich mit. Und schon habt ihr eine Kettenmasche. So sieht es jetzt bei euch aus. Und jetzt geht es weiter. Und zwar braucht ihr 6 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen. Dann häkelt ihr hier in dieses erste Loch eine normale feste Masche. Also in dieses eine feste Masche. Dann geht es weiter. In die nächste Masche häkelt ihr ein halbes Stäbchen. Faden holen. In die nächste Masche einstechen. Und den kompletten Faden durch alle 3 Schlaufen durchziehen. Dann in die nächste Masche häkelt ihr ein normales Stäbchen. Häkelt durch 2, durch die nächsten 2. In der anderen Masche, in der nächsten, häkelt ihr ein doppeltes Stäbchen. Also zweimal den Faden holen, hier einstechen. Durch die ersten 2 Maschen durch die nächsten 2 und wieder durch die nächsten 2 Maschen. Jetzt ist euer erster Zacken schon fertig vom Stern. Jetzt müsst ihr gucken, und zwar, ihr müsst jetzt bei der dritten Masche einstechen, und zwar mit einer Kettenmasche. Also das heißt, hier habt ihr euren Stern, ihr habt jetzt eingestochen, ihr zählt jetzt hier einfach mal 1, 2, 3 und hier bei der dritten Masche stecht ihr ein und häkelt einfach eine Kettenmasche. So, sieht es jetzt aus. Jetzt geht es weiter. Und zwar, ihr braucht wieder 6 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann häkelt ihr wieder hier in diese erste Masche eine feste Masche,
dann in die nächste Masche wieder ein halbes Stäbchen. Und ganz durchziehen. Bei der nächsten Masche wieder ein ganz normales Stäbchen. Also durch zwei durch und durch die nächsten zwei. Und in der letzten Masche wieder ein doppeltes Stäbchen. Also zweimal den Faden holen und hier durchstechen. So, durch die zwei und durch die zwei. Dann zählt ihr wieder die nächsten drei Maschen, also 1, 2, 3, stecht ihr in diese Masche ein und schließt das Ganze wieder mit einer Kettmasche. So, und das Ganze macht ihr jetzt noch, ich glaube, dreimal. Ja, genau, dreimal müsst ihr es noch machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen. In die erste Masche wieder eine feste Masche, dann hier wieder ein halbes Stäbchen, in der nächsten wieder ein normales Stäbchen und wieder ein doppeltes Stäbchen in die nächste Masche. So, und wieder 1, 2, 3 Schlaufen abzählen und wieder mit Kettmasche schließen. So, ich zeige es euch jetzt noch bis zum Schluss. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder hier einstechen und eine normale feste Masche häkeln. Wieder ein halbes Stäbchen. Ein normales Stäbchen. Und ein doppeltes Stäbchen. So. Dann zählt ihr wieder ab. 1, 2, 3. Mit einer Kettmasche schließe. Und jetzt noch ein letztes Mal, im letzten Zacken. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einmal eine feste Masche. Dann wieder ein halbes Stäbchen. Ein normales Stäbchen. Und wieder ein doppeltes Stäbchen. Die nächste. So, und jetzt noch einmal eine Kettmasche. 1, 2, 3, die macht ihr hier am Schluss. Schließt das Ganze mit einer Kettmasche. Zieht den Faden ein bisschen lang. Schneidet diesen Faden ab. Zieht einmal komplett durch. So sieht es jetzt aus, euer Stern. Dann nehmt ihr, wenn ihr diesen Stern als Aufhänger benutzen möchtet, zieht ihr einfach diese zwei Fäden einmal ein bisschen hoch, macht hier oben einen Knüpfer rein, so, dann noch einmal verknüpfen, noch einmal, so, schneidet die Enden hier einfach ab und fertig ist euer Stern. Könnt ihr euch den an Tannenbaum häkeln oder einfach als Dekoration oder für die Geschenke. Einfach, ganz einfach zum Nachhäkeln. So, hier ist der zweite. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr gern über einen Daumen nach oben freuen. Und hinterlasst mir doch auch gerne ein Abo, wenn ihr keines von meinen Videos verpassen wollt. Und jetzt viel Spaß beim Nachhäkeln. Ciao!